Werdet endlich gierig, so lautet die Botschaft vieler amerikanischer Analystenhäuser und Banken. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktflüster an einem Tag, wo der Phase 2 Optimismus schon einsetzt. Jetzt, wo wir den Phase 1 Deal als mündliche Bekenntnis haben, die irgendwann vielleicht mal einer Schriftlichkeit bedarf, vielleicht aber auch nicht, wir werden sehen. Jedenfalls denkt man jetzt, okay, jetzt haben wir Phase 1, dann kommt jetzt Phase 2, dann haben wir den Brexit. Na, ist doch jetzt endlich alles klar, wir haben keine geostrategischen Risiken mehr, all das, was sozusagen angeblich die Märkte so ein bisschen unten gehalten hat. Man müsste vielleicht eher sagen, die Märkte sind an dieser Wall of Worry, an dieser Wand der Angst entlang gestiegen, weil man eben auch glaubt, dass die Dinge besser werden, dass jetzt die Konjunkturzahlen wieder besser werden, dass dann die Unternehmensergebnisse besser werden und natürlich die Fed und die EZB Liquidität zur Verfügung stellen. Was soll da schon schief gehen? Werdet gierig, das ist das Motto zum Beispiel jetzt immer öfter. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Wir haben jetzt das sogenannte Melt-Up-Chatter von Analysten und Banken und wir sehen, das ist deutlich hier nach oben gegangen. Wir sind noch nicht ganz an dem Hoch, das wir im Januar 2018 hatten. Wir erinnern uns, Januar 2018, da war totale Euphorie und plumps. Dann stürzte es ab, nachdem kurz vorher die Steuerreform von Donald Trump gelungen war. Da haben sich dann manche im Januar noch gedacht, oh, jetzt gehe ich rein, weil jetzt wird es für die Unternehmen besser. Das war kurzfristig im Mindesten kein gutes Timing. Und im Long Run hätte sich das immer noch gerechnet, weil die Märkte ja derzeit nur eine Richtung kennen, geht nach oben. Neue Allzeithochs aus den schon genannten Gründen. Schauen wir uns mal hier zum Beispiel den Fear and Greed Index an, jetzt bei 81. Wir sind etwa 7% überhalb der gleitenden Durchschnitte. Seltsamerweise haben wir selten Aufforderungen, gierig zu werden in Situationen, wo Märkte wirklich billig sind, wo die Aktien dann auch möglicherweise langfristig ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Wir haben hier zum Beispiel jetzt den Tech-Sektor in den USA mit einem 12-monatigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,5. Das ist das höchste KGV seit 10 Jahren, super günstig. Werdet jetzt gierig, kauft jetzt, dann werdet ihr in wenigen Jahren sehr, sehr reich werden. Wir sehen hier, dass zum Beispiel eigentlich natürlich die Saisonalität derzeit für die Bullen spricht. Wir sehen hier die Entwicklung des Dezember, normalerweise die erste Hälfte des Dezember nicht so toll, aber dann zieht es an. Hier haben wir den Markt 1983 bis 2018 und hier das Segment nur zwischen 2009 und 2018. Also seit der Finanzkrise und klar, die Performance war positiv. Man spricht ja von der sogenannten Santa Claus Rally. Das ist die Rally, die nach Weihnachten einsetzt, also die Tage nach Weihnachten bis Silvester und die ersten zwei Handelstage dann im Januar. Das ist qua Definition die Santa Claus Rally und alle denken sich, ja cool, es gibt jetzt keine Risiken mehr, jetzt ist die Saisonalität günstig, also muss es nach oben gehen. Vielleicht geht es nach oben, jedenfalls ist eine Euphorie auch bei den amerikanischen Häuslebauern derzeit der Fall. Der NHB Housing Market Index, der heute veröffentlicht wurde, mit dem höchsten Stand seit 1999. Aber wie schaut es in Europa aus? Da ist die Konjunktur nicht so toll. Wir hatten heute Einkaufsmanager-Index aus Deutschland überraschenderweise wieder zurückgefallen mit einem Wert von 43,4, also diese Erzählung, naja, die Konjunktur wird sich schon erholen, die Industrie wird sich wieder erholen, die funktioniert noch nicht so richtig. Das hat aber beim DAX eigentlich niemand interessiert, auffallenderweise. Wir haben dann auch die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone gehabt und da sagte Chris Williamson von Market, dass die Eurozone beendet das Jahr 2019 in der tiefsten Krise seit 2013. Das passt natürlich hervorragend zu Allzeithochs an den Aktienmärkten. Der DAX hat es noch nicht ganz geschafft, aber hier Gegenwind kam im Dezember vor allem von der anhaltend stagnierenden Nachfrage. Auch die düsteren Aussichten für das nächste Jahr machen den Unternehmen zu schaffen. Das ist sozusagen, naja, so ein kleiner Kontrapunkt zwischen Realität und Kursen. Wir haben hier etwa die Situation, eben die sogenannten Corporate Profits, die Gewinne der Unternehmen. Und wir sehen hier die Kursentwicklung. Und diese Schere, die ist sogar jetzt größer als in der Dotcom-Blase. Möglich macht die ganze Geschichte natürlich unsere liebe Fed, unsere Notenbanken. Hier zum Beispiel heute hatte die Fed eine sogenannte 32-Tages-Term-Repo-Operation durchgeführt, war wieder massiv überzeichnet. Das heißt, es gab viel mehr Nachfrage, als die Fed eigentlich angeboten hat. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich einen immensen Liquiditätsbedarf noch
bis Anfang 2020 sehen werden. Und faktisch schafft die Fed mit diesen Repo-Aktionen Suppressing Volatility. Sie bringt also die Volatilität auch an den Aktienmärkten nach unten, sodass sie praktisch Geldflüsse in sogenannte Risk Assets mehr oder weniger evoziert. Das bedeutet, wir haben scheinbar ein riesiges Liquiditätsproblem auf der anderen Seite, dem die Fed begegnet. Daraufhin kaufen andere, weil sie sagen, die Fed, die pumpt Liquidität in den Markt für diejenigen, die offenkundig diese Liquidität so dringend brauchen. Dann kaufen wir mal Risikoassets. Eine etwas schräge Logik, aber sie funktioniert. Warum ist dieser Stress am Repo-Markt? Wir haben offenkundig die Situation, es gibt zu viel sogenannte Collaterals, also zu viel Sicherheitshinterlegungen. Das sind in dem Fall die Staatsanleihen, weil eben die Amerikaner immer mehr Schulden machen, immer mehr Staatsanleihen emittieren. Und es gibt zu wenig Liquidität auf der anderen Seite, um diese Collaterals, um diese Sicherheiten in Form von Staatsanleihen entgegenzunehmen und dafür Cash zu verleihen. Das ist das Grundproblem. Wir wissen noch nicht, woran es genau liegt. Jedenfalls ist die Fed natürlich mitursächlich für diese Rallye. Und wir sehen, wir haben jetzt in 2019 51 Zinssenkungen. Das ist ein Wert, der eigentlich nur in der Finanzkrise noch übertroffen wurde. Also irgendwas passt da nicht zusammen. Klar, es gibt natürlich eine hohe Korrelation zwischen Liquidität von Notenbanken, zwischen dem Balance Sheet, zwischen der Bilanz von Notenbanken und eben den Aktienmärkten, aber da fundamental offenkundig einiges in Argen ist, müssen eben die Notenbanken die Zinsen so senken, sodass wir eben diese Schere haben zwischen den faktischen Zahlen und dann den Kursen an den Märkten. Schauen wir uns die Dinge mal an. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones, der heute, anders als die anderen US-Indizes, ein bisschen abgebremst ist. Die Charts, meine Damen und Herren, von, wenn Sie es wissen, schreiben Sie mir eine E-Mail oder posten Sie es unter das Video. Das ist der Dow Jones, der aktuell bei 28.300 und ein paar zerquetschten Punkten liegt, weil Boeing ein bisschen belastet. Möglicherweise wird Boeing die Produktion komplett einstellen, dieser 737 Maxer-Reihe, oder eben drastisch reduzieren. Das Ganze hat sich jetzt verschoben für Boeing in 2020, wann möglicherweise wieder die Zulassung für diesen so wichtigen Flugzeugtypus erfolgt. Deswegen können wir zu anderen Indizes. Wir sehen hier, dass wir schon fast an der 3200er Marke sind beim S&P 500. Der DAX hat das Allzeithoch noch nicht ganz geschafft. Wir handeln aber über der 13.400er Marke. Werdet gierig jetzt, es ist billig. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1,1144 wenig bewegt heute. Wir haben Gold bei 1474, will nicht fallen, obwohl doch kein Risiko mehr da ist, erstaunlicherweise. Und wir haben das amerikanische Crude Oil knapp über der 60-Dollar-Marke. Melt up, das ist das Wort sozusagen, das jetzt die Runde macht. Wir haben etwa die Bank of America, die heute dieses Kursziel ausgerufen hat. Das wollte ich nicht zeigen. Wo habe ich hier die Grafik? Da ist sie. Die Bank of America hat gesagt, ja, am 3.3., also am 3. März, da wird der S&P bei 3.333 Punkten liegen und die 10-jährige Rendite oder die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe am 2.2. bei 2,2%. Das kann man sich merken, das kann sich sogar ein Amerikaner merken, meine Damen und Herren. Und ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und frage mich, ob wir heute schon wieder eine Verdopplung der Kurse sehen. Gerechtfertigt wäre es allemal, finden Sie nicht? Schönen Feierabend.